Ja, auch hier. Steff überwacht mich. So. Heute würde ich euch ganz gerne mal über die Problematik, nachdem ich aufgegessen habe, tut mir leid, aber das ist lecker. Fertig. Und zwar ist in unserem Clever ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, vielleicht konnte das ja auch schon der Überschrift entnehmen des Videos. Das CBE-Ladegerät bei uns falsch verbaut, also wir haben ein falsches drin, das nur Gel- und Säurebatterien laden kann. Wir haben aber AGM-Batterien verbaut. Darum geht es heute in dem Video und viel Spaß beim Video. Wie gesagt, ein falsch verbautes Ladegerät im Fahrzeug. Das hat sich so ergeben. Ich habe mich immer gewundert, warum die Ladeanzeige im Panel nicht immer, also der letzte Punkt war immer offen, also nicht voll geladen. Und das hat mich stutzig gemacht. Da habe ich mal ein bisschen gegoogelt und habe dann herausgefunden, dass es der Fall sein kann, dass wenn man einen Clever hat oder einen Pösel, ich glaube, das ist auch bei anderen Herstellern der Fall gewesen, und man hat AGM-Batterien verbaut, kann es sein, dass man ein falsches Ladegerät drin hat. Wie soll es auch anders sein? Bei uns war ein falsches Ladegerät drin. Sprich, das hat nur, ich glaube, bis 14,2 oder 14,4 Volt geladen. Das reicht aber für AGM-Batterien eben nicht aus. Die müssen bis 14, ist der Ladeschluss ist bei 14,7 Volt. Und dadurch hat es unsere Batterien nicht immer vollständig geladen. Was aber auf Dauer nicht so gut ist, denn so eine Batterie muss ab und an mal einen vollen Ladezyklus abbekommen. Wir kennen das ja alle von unseren Handys, wenn wir die falsch laden, sind die Akkus ruckzuck hin. Und ja, das wollte ich eben vermeiden, also habe ich mich an Clever gewandt und habe mir ein Ladegerät besorgt. Danke hier nochmal an Clever, weil ich das umsonst bekommen habe. Nach vielen Diskussionen und hin und her. Denn Fahrzeuge, die vor 2016 gebaut wurden, also in 2016, bekommen das nicht so einfach, denn die Technik gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber die Batterien gab es zu dem Zeitpunkt schon, aber das Ladegerät gab es eben noch nicht. Deshalb wurden alte Ladegeräte verbaut. Wir haben aber ein etwas neueres Fahrzeug und es wurde trotzdem ein altes Ladegerät verbaut. Ergo haben wir das tauschen lassen. Beziehungsweise habe ich das jetzt per Post bekommen, das ist auch schon da. Lalalala, hier ist das gute Stück. Und hier erkennt man ganz gut, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, hier steht dann Ladeschluss 14,7 Volt da. 14,7. So. Ich werde jetzt ein bisschen Werkzeug holen und dann gehen wir raus ans Auto und bauen das mal zusammen ein. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Das kann jeder Laie alleine machen. Sicherung raus. Ich glaube, man braucht nur, so wie ich das gesehen habe, nur einen Kreuzschraubenzieher. Und wir sind jetzt draußen am Auto. Da ist er wieder. So, ich habe jetzt das Ladegerät doch schnell selber verbaut. Das liegt einfach nur daran, dass es heute scheiße heiß ist und ich hier zerfließe im Auto. Deswegen habe ich das jetzt schnell selber gemacht, aber das ist auch gar nicht schlimm. Wir können das nämlich im Schnelldurchlauf, zeige ich euch das einfach nochmal. Und ich denke, so kriegt das dann auch jeder hin. Also Tisch beiseite, Bodenluke aufmachen. Sicherung raus. Da ist schon das neue Ladegerät.
Da müsst ihr bei dem alten einfach nur die beiden Schrauben hier oben lösen. Dann könnt ihr den Deckel aufmachen, links und rechts die vier Schrauben lösen. Dann könnt ihr das Ladegerät rausholen. Dann kommt ihr unten an die Zugentlastung dran. Ich kann euch das mal bei dem alten zeigen. Da ist hier eine Zugentlastung. Den müsst ihr einfach nur nach oben drücken. Und dann könnt ihr die Kabel abmachen. Die Stecker könnt ihr auch überhaupt nicht verwechseln, weil der eine ist kleiner, der andere ist größer. Also einfach Stecker ab. Die kann man auch nicht falsch rum reinmachen. Das ist auch gesichert. Einfach wieder reinstecken und darauf achten, dass hier hinten ist ein kleiner Wahlschalter zwischen dem Lüfter und dem Kühlblock hier, und der muss auf C stehen für die AGM Batterien. Und das war das ganze Hexenwerk dann auch schon. Einfach wieder Sicherung rein, Deckel wieder drauf und das Ding anschalten. Keine große Sache. Jetzt gucken wir schnell mal, ob er mittlerweile schon ein bisschen was geladen hat. Nein, noch nicht, war noch zu kurz das Ganze. Wird bestimmt noch ein bisschen dauern. Ja, Fazit kann jeder selber machen. Muss jeder für sich selber wissen, ob er die jetzt bis zum Ende noch laden will. Ich glaube, wenn man das Ladegerät so kauft, kostet das um die 160 Euro. Viele schwören ja doch eher dann doch wieder auf Gel-Batterien als auf AGM-Batterien. Aber ich bin jetzt erstmal damit zufrieden, was wir haben, weil es war eben ja schon verbaut, zwei AGM-Batterien unter den Sitzen. Und ja, bis jetzt sind wir immer über die Runden gekommen. Über längere Zeit müssen wir natürlich mal sehen, wie lange die Batterien so an Lebensdauer überhaupt haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, Abo nicht vergessen, Glocke nicht vergessen, Daumen nach oben nicht vergessen, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.